zusammen. Ich gehe jetzt demnächst auf Tour und treffe total viele interessante Menschen, die sich mit dem Thema kulturelle Vielfalt auseinandersetzen. Und bevor es wirklich losgeht, treffen wir uns hier heute in kleiner Freundesrunde und haben schon mal ein bisschen angegrillt, haben ein paar Rezepte ausprobiert und einfach geguckt, wie das mit dem Grill so läuft. Geht und Wertschätzung und Verständnis hier im Endeffekt auch was Ähnliches sind, werde ich mit den Leuten zusammen essen. Und zwar werden wir zusammen grillen und auf diesem Weg vielleicht zusammen hoffentlich eine Flamme für die kulturelle Vielfalt entzünden. Ich habe für heute Satay-Spieße aus Rindfleisch vorbereitet. Ich habe die schon mariniert 2 Stunden in einer Marinade, die ich zubereitet habe. Oh. Knoblauch, Ingwer, braunem Zucker, Limettensaft, Sesamöl und Sojasauce, Chili, Kurkuma und Koriander. Jetzt stecke ich das noch auf Spieße und dann werden wir das bei offener Hitze auf dem Grill von beiden Seiten scharf anbraten und am Ende mit einer Erdnusssoße servieren. Ich war mal auf einer Hochzeit, wo gegrillt wurde. Und das fand ich total toll, weil es im Gegensatz zu normalen Hochzeiten, wo es eher steif zugeht, wo man mit blütenweißer Tischdecke und fester Tischordnung irgendwie zusammensitzt, dass man da draußen war, dass man sich am Grill getroffen hat und man viel eher mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, als wenn man den ganzen Abend neben dem gleichen Sitzpartner gesessen hat. Also insofern, ich finde, Grillen ist schon etwas sehr Verbindendes und auch sehr kommunikativ einfach. Gut, wir heizen jetzt mal den Grill für die Satay-Spieße vor. Da müssen wir den Trichter in die direkte Stellung bringen. Die Grillplatte obendrauf auf höchster Stufe vorheizen. Müssen wir wieder zumachen. Ja, du kannst ja auch mal auf die Uhr in deinem Handy gucken. Ich kann ja schon mal die Grillspieße rüberholen. So. Wir haben jetzt hier Spieße. Ja, ehrlich. Ja. 1 oder 2. Nehmt euch Erdnusssoße dazu. Für die Vegetarier haben wir gefüllte Pilze mit einer Frischkäse-Kräutercreme. Da habe ich frischen Bärlauch und Schnittlauch reingeschnitten und die Pilzstiele noch ein bisschen zerhackt und ein bisschen Parmesan auch drin. Ja, mach mal 10 Minuten und dann gucken wir, wie es aussieht. Guck mal, man kann ganz hervorragend da durchgucken und gucken, wie es aussieht.